Ich glaube, der probiert gerade sein Leben da raus. So, jetzt sind wir schon da und wir werden mal alles aufbauen. Ich habe schon natürlich jahrelange Erfahrung. Es geht alles zack, zack. Das ist jetzt dieser Teleskopstab, den braucht man für das Vermessungsgerät. So. Und das ist jetzt unser Empfänger. Der braucht natürlich auch eine Antenne, weil sonst empfängt er nichts. Und der kommt dann da oben drauf auf den Teleskopstab. Das halte ich jetzt mal kurz, Gregor. Passt, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Jetzt gehen wir mal runter. So, jetzt sind wir da draußen. Und ja, wie funktioniert das jetzt genau? Also wie vermesse ich? Wir starten einmal eben mit den Vermessungsmatten, die wir auflegen. Also wir gehen jetzt in der Grube herum und suchen ca. 6 Punkte, sage ich normalerweise, braucht man, dass man das Modell nachher gut einrichten kann. Das heißt, jetzt werden wir 6 unterschiedliche Punkte, natürlich wenn es geht, möglichst breit gestreut auseinander auflegen. Die 6 Punkte werden wir auch gleichzeitig vermessen dann mit dem Vermessungsgerät. Das heißt, dann haben wir 6 Fixpunkte, wo wir genau die Koordinaten wissen. Also dann haben wir dann genau den Hochwert, den Rechtswert und die Höhe auch, was wir nachher dann brauchen, dass wir dann das Modell ausrichten können. Ja, das heißt, so schaut das aus. Wir legen die Matte auf, haben dann praktisch unser Vermessungsgerät. Da gehen wir genau in die Mitte drauf. So. Dann messen wir den Punkt ein. So, jetzt haben wir den Punkt praktisch vermessen. Wenn wir dann mit der Drohne drüber fliegen, die erkennt praktisch den Punkt. Und das sehen wir dann nachher im Programm, dann am Computer, dass wir das dann einrichten können. Ja, und jetzt schauen wir mal weiter. Punkt Nummer 2, auch einfach auflegen, draufstellen in die Mitte, den Punkt einmessen. Ich glaube, wir kennen das nicht so viel. Wichtig ist halt, dass sich die Matten dann auch nachher nicht mehr bewegen. Also, wenn ich das jetzt einmessen würde und dann kommt ein Wind und die Matte liegt dann 10 Meter weiter drüben. Hey. Jetzt kann ich das nochmal vermessen. Alter. Das soll nicht passieren. Da kriege ich jetzt mal den Testball gezeigt. Jetzt kann man die Matte nochmal neu vermessen. So, stellen wir uns nochmal drauf in die Mitte. Das hätte man nicht sagen dürfen. So, passt. Jetzt lassen wir in Ruhe. Punkt hin. Das machen wir jetzt noch weiter, 6 Punkte. Und ja, dann werden wir mit der Drohne drüber fliegen. So, jetzt haben wir die Punkte alle vermessen. Jetzt kommt das Lustige, der lustige Teil. Und zwar vermessen wir mit der Drohne. Also das Dach von einem Fiat 500 eignet sich schon sehr gut als Landeplatz und Startplatz. Und ist da schon kalt, Gregor? Bissl. So viel. Jetzt haben wir es eh. Das sehen die Leute nicht, was du zeigst, wie viel. Na, so viel. So viel, okay. Also ich habe jetzt keine besonderen Voreinstellungen oder so. Im Prinzip müssen wir über die Fläche drüber fliegen. Und die Kamera muss genau 90 Grad, oder sollte 90 Grad runter zeigen, dass man wirklich von oben ein Foto dann macht. Und man schaut, dass man in einem gewissen Raster dann viele Bilder macht, die man dann eben bei der Auswertung dann übereinander legen kann. Ich fliege meistens so auf ca. 70 Meter. Also habe ich schon oft ausprobiert, das ist eigentlich am besten, weil da muss man nicht zu viele Fotos machen, weil je tiefer man fliegt, desto mehr Fotos, weil da kriegst du nicht so viel drauf auf ein Foto. Das heißt, je höher natürlich, desto weniger Fotos braucht man auch. Und ich habe so ca. 70 Meter immer. Das ist normal ganz gut. Ja, dann hätte ich gesagt, starten wir. Schauen, dass der Akku hier auch hält. Jetzt haben wir schon alle Fotos gemacht mit der Drohne, die wir brauchen. Und ja, jetzt werden wir mal landen. Auf dem schönen Dach von meinem 1400. Punktlandung. Passt. Also mit der Drohne hätten wir jetzt mal alle Aufnahmen. Das können wir mal zusammenpacken. Ja, jetzt können wir die Matten dann wieder einsammeln und dann sind wir eigentlich schon fertig. Schau, da ist sogar Eis oben auf den, oder? Ist das der Eis? Ah, oh, ja.
Na passt, also jetzt sind wir fertig und jetzt geht's dann wieder rein ins Büro eigentlich. Also bis später dann.